Alter, was geht ab, Leute? One Piece Burgerladen in München. Passend zum Wochenende, Gier Fiefse! Digga, Schock des Lebens. Ich dachte schon, der Laden hat zu, den gibt's nicht mehr. Ein paar schöne Szenen gedreht vom Interior Design hier, ganz One Piece Plakate, Poster. Ist natürlich hier nicht vergleichbar mit Japan, mit so einem richtig geilen Themencafé, Themenrestaurant, aber trotzdem süß, vor allem für München, dass wir sowas überhaupt haben. Wir sind im Wano Kuniak, deswegen habe ich mir den Wano Burger bestellt, 12. So, da mal hin, Leute. Aber es sieht gut aus von hier. Bisschen mit so Pulver drauf. Das ist so ein fetter Burger auch, Mann. Richtig stabile Größe, Mann. Pommes check, oder? Kann man machen. Problem ist, ich hatte die letzten Tage echt gute Pommes. Deswegen echt schwer mit denen mitzuhalten. Also an sich ist okay. Ja, das ist eine fette Portion, Mann. Respekt. Okay. Oh, heiß. So, let's go. Genug abgekühlt. Juicy. So, einer dieser Burger. Könnte man schon fast mit Messer und Gabel essen. Die sind schon riesig. Avocado, Tomate, Zwiebel. So sieht's aus. Ein Schlachtfeld. Die Burger sind ja nach den verschiedenen Inseln benannt. Was ist Huzukaina? Alles andere kenne ich. Impel Down, Pankensa, Loketown, Onigashima, Amazon Lily, Bagati, Elban, Batigo, Lafte, Skype Yavano, Zoo, Versosa. Ich muss sagen, der Burger ist echt riesig. Also ich bin sehr satt. Das war eine sehr große Portion. Das war so ein Burger, den isst man mit Gabel und Messer. Also kann man sich schon vorstellen, wie groß der war. Geschmacklich war okay, also das war jetzt kein super softiger Burger. Das ist jetzt auch kein Burgerladen, wo ich sage, der überzeugt, man geht da jetzt nur dafür hin. Ich meine, er ist okay. Okay, könnt ihr einstufen, wie ihr wollt. 6 von 10 ist meistens okay. Für mich ist 5 von 10 auch noch okay. Aber für viele ist 5 von 10 schon schlecht, aber 5 von 10 ist einfach okay, solider Durchschnitt. Und dann hast du halt noch dieses Extra mit dem Themenrestaurant. Für das gewisse Etwas, für das Extra, für den Plus, wo man dann sagt, ja, okay, lass mal dahin gehen. Deswegen, ja, vor allem jetzt Gear 5, ihr wisst Bescheid, Drums of Liberation, One Piece Thema. Aus irgendeiner Belohnung habe ich Shiny Galar Smogmoth bekommen. War das Galar? Alola? Let's go! Luffy's Peak! Gänsehaut! Gänsehaut am ganzen Körper! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Zu krass! Boah! Stark! Okay. What the fuck? Oh my god!
Krass. Oh, stark. Hat mir gefallen. Drums of Liberation. Joyboy ist hier, um die Sklaven zu befreien. Woran erinnert euch das, Leute? Genau, Bitcoin kann uns befreien aus der modernen Sklaverei. Deswegen bedeutet mir diese Folge so viel. Die Verwandlung an sich, vor 1,5 Jahren, wo der Manga kam, habe ich jetzt auch nicht so gefühlt. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und weiß die Form jetzt auch mehr zu schätzen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass nicht jeder diese Form Gear 5 feiert. Aber wenn man sich wirklich Gedanken darüber macht, dann ist es echt eine gute Form. Gear 5, Baby, das war's von mir. Und Chopper Burger, der One Piece Burger Laden in München, der ist okay, kann man mal abchecken. Passen halt zur Gear 5 Folge und dem One Piece Hype. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram. Investiert in Bitcoin, DeFi und Crypto Cashflow. Jeden Tag checken, serious business und ciao.